ARD. Viele Rentner arbeiten weiter. Woran liegt das? Letzte Generation in Österreich gibt auf. Und weltweiter Börsencrash. Was bedeutet das für normale Anleger? 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen. Moinsen, es ist Mittwoch, der 7. August und er hat es schon wieder getan. Unser Kollege Carsten Soestmeier. Dieser deutsche Adler auf den Schwingen eines traumhaften Pegasus, eines Schimmels, eines weißen Riesen, greift hinein ins Nest und schnappt sich die Goldmedaille. Christian Kuckuck und Gorm Elfo gewinnen Gold. Gold in Paris, Versailles. Soll ich auch wieder so reden oder soll ich's lassen? Spegasus, ich bin bei Spegasus kurz rausgeflogen. Ja, das ist ein toller Schimmel. Ja, ich habe das gestern Mittag live gesehen, Gold im Springreiten. Das war echt cool, ist zwar erst im Stechen passiert, Kuckuck hatte die schlechteste Ausgangssituation, hat dann aber echt einen Mega-Ritt abgeliefert. Ja, und die beiden Konkurrenten, die sind wohl nervös geworden, haben Fehler gemacht und ein paar Stangen abgeräumt und dann wurde es Gold. Juhu! Ja, und auch sonst war gestern wieder viel los bei Olympia. Die deutschen Hockeyherren haben es ins Finale geschafft. Das ist morgen Abend gegen die Niederlande. Und beim Surf-Wettbewerb Irre ist plötzlich ein Buckelwal aus dem Wasser gesprungen. Also wirklich Wahnsinnsbilder. Ja. Und was war noch los? Timo Boll, Tischtennislegende, ne, ist im Viertelfinale ausgeschieden und hat sich unter Tränen in die Sportlerrente verabschiedet. Ja, sozusagen. Aber Dirk Nowitzki war dabei, der kennt sich ja aus mit der Sportlerrente. apropos Rente müssen wir auch drüber reden. Ja, leider. Wobei, ich liebe ja Peter Fox, muss ich sagen. Und wenn ich mir die Rente vorstelle, wie in seinem Song Haus am See, da besingt er es ja, den Traum vom perfekten Lebensabend. Oh ja. Da liegen Orangenbaumblätter auf dem Weg. Er wird also irgendwo im Süden leben, hat 20 Kinder. Okay, das kriege ich nicht mehr hin. Viele Enkel und vor allem, er muss nicht mehr rausgehen. Alle kommen zu ihm vorbei. Das wäre ihm zu wünschen. Schön für ihn, wenn es denn irgendwann mal so kommt. Die deutsche Realität sieht aber ein bisschen anders aus. Mehr als 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner gehen noch arbeiten und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Gucken wir mal genauer drauf. Meine Mutter tatsächlich auch, die ist seit dem 31.07. glaube ich offiziell Rentnerin, hat mir auch ganz stolz ihren Rentenausweis gezeigt. Kann sie, glaube ich, günstiger mit Bus fahren oder so. Aber sie macht auch noch ein bisschen weiter, so auf, ich glaube, was ist das, 540-Euro-Basis? Sie müsste, glaube ich, nicht, aber mein Vater muss noch ein bisschen und dann wäre ihr wahrscheinlich langweilig zu Hause. Also macht sie noch ein bisschen. Meine Mutter auf jeden Fall auch, bekommt nur eine sehr kleine Rente als ehemalige Künstlerin und ist mit ihren 80 Jahren tatsächlich auch noch beruflich unterwegs. Einerseits, na klar, weil es ihr irgendwie Spaß macht, aber leider auch, weil es nötig ist. Tja, mit 67 oder 65 in Rente, das gilt, so ist es ja gestern bekannt geworden, für immer mehr Menschen in Deutschland nicht, weil es eben vom Geld her nicht reicht oder weil sie einfach länger schaffen wollen, so wie Kalle. Ich bin jetzt 64, ich habe den geilsten Job, den man überhaupt haben kann. Ich bin LKW-Fahrer, ich habe die tollsten Ziele, ich fahre nach Sardinien. Und ich habe gerade mit 64, ich bin selbstständig, das muss ich noch dazu sagen, mit 64 noch meine Transportlizenz um 10 Jahre verlängern lassen. Ich kann nie genug kriegen. Tja, das hat Kalle gestern den Kollegen von WDR 2 erzählt. Aber Magda, du hast doch auch, glaube ich, im Mai mal eine Recherche gemacht und Menschen getroffen, die irgendwie im Rentenalter nicht so richtig wissen, wann das eigentlich eintritt, oder? Genau, und zwar war ich bei mir um die Ecke in Brandenburg in dem Örtchen Dahme-Mark im Landkreis Teltow-Fleming und da lebt und arbeitet Gisela Steinig. Ihr gehört das große und auch einzige Schuhgeschäft im Ort. Diese rüstige Dame ist inzwischen 80 und steht inklusive samstags wirklich täglich noch in ihrem Geschäft. Ich meine, ich bin eine gelernte Verkäuferin, 66 Jahre bin ich im Laden. Ich bin 80. Na, stellen Sie mal vor, ist doch beschämt, dass man 80 ist und noch im Laden steht. Na, ist doch nicht schön. Warum stehen Sie noch im Laden? Ja, was heißt warum? Na, weil das mein Geschäft ist. Aber haben Sie Spaß noch dabei? Sie könnten auch sagen, nö, mache ich zu und, ach nee, und Rente. Ich, ja, und Rente. Rente kriege ich ja schon, aber man quatscht noch gerne ein bisschen. Ja, die Leute wollen ein bisschen bequatscht werden. Die wollen ja, ich komme ja gerne rein und sagen, ach, wissen Sie das dann vielleicht oder so, ja.
Boah, ich liebe den Dialekt, mit ihr würde ich auch gerne quatschen, aber wow, ey, 80. Die war toll, aber auch, aber was hast du ihr nicht angemerkt? Also die war eher so wie 70 und ich dachte auch erst, boah, die arme Frau, und dann merkte man aber, naja, ey, sie macht das richtig gern und für diesen kleinen Ort ist dieser Laden auch ein total wichtiger sozialer Anlaufpunkt und es ist auch leider so, machen wir uns nichts vor, wie in vielen anderen kleinen Ortschaften auch, sie hat halt keinen Nachfolger. Wenn die aufhört, dann ist da wieder ein leeres Schaufenster mehr an der Hauptstraße und davon gibt es ja nicht nur in Dame Mark wirklich inzwischen etliche in kleineren Orten. Ja, das stimmt. Also die Beweggründe, warum Leute länger arbeiten, sind unterschiedlich, haben wir schon gehört. Schauen wir mal auf die Fakten. 18 Millionen Rentnerinnen und Rentner gibt es in Deutschland und rund 1,3 Millionen davon gehen noch arbeiten. Der Großteil von ihnen in einem Minijob, so wie meine Mutter. Und zwar egal, ob jetzt im vorzeitigen Ruhestand oder dann erst mit 67, wie es offiziell ist. Ja, laut Statistischem Bundesamt hat fast jede zweite Rentnerin oder jeder Rentner hierzulande eine Rente von unter 1250 Euro zur Verfügung. Also es ist ein unterdurchschnittliches Einkommen. Tja, da müssen wahrscheinlich einige aufstocken. Das Thema ist zuletzt nochmal angeheizt worden. Der Chef des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall hatte nämlich gesagt, dass ein Renteneintritt erst mit 70 Jahren für Menschen mit Schreibtischjobs ja zumutbar sei. Tja, da bekommen aber viele Schnappatmung, so wie der WDR2-Hörer Silvio. Also ich glaube, wir werden geboren, um zu leben, nicht geboren, um zu arbeiten. Puh ja, bis 70 im Büro, das hat natürlich Sorgen ausgelöst. Da sagen viele, die digitale Welt ist auch so schnell, da komme ich irgendwann einfach nicht mehr hinterher. Und andere sagen, ja, ich bin zwar Büromensch, aber mit Überstunden bin ich auch bei 44 Stunden die Woche. Das kann ich gar nicht durchhalten. Ja, und auch die Gewerkschaft IG Metall hatte diesen Vorstoß der Arbeitgeber natürlich direkt mal zurückgewiesen mit dem Argument, auch schon heute schaffen es ja viele Beschäftigte gar nicht bis zur Altersgrenze, weil auch im Büro gibt es ja Personalmangel, da gibt es Leistungsverdichtung und da, auch da gibt es, ich glaube, das können wir auch bestätigen, immer mehr Stress. So, eine Meldung aus Österreich, die uns erreicht hat und die Fragen aufwirft, nämlich die sogenannte letzte Generation in Österreich löst sich auf. Genau, künftig gibt es dort keine Proteste mehr. Das Ankleben auf der Straße und andere Formen des bisherigen Aktivismus sollen beendet werden. Dürfte vielleicht alle freuen, die demnächst in den Urlaub wollen und über den Fernpass oder den Brenner müssen, denn im Reiseverkehr haben die Aktivisten ja gerne mal ihren Kleber ausgepackt. Aber jetzt heißt es in der gestrigen Pressemitteilung der Gruppe: Wir haben vielfältig protestiert, trotz Hass und Morddrohungen weitergemacht. Die Regierung nimmt in Kauf, für den Tod von Milliarden Menschen verantwortlich zu sein. Die Gesellschaft hat versagt. Puh. Ja, was ist da passiert in Österreich mit der letzten Generation? Ende Juli gab es ja noch eine Protestaktion am Flughafen Wien und auch Klebeaktionen auf den Straßen der österreichischen Hauptstadt. Außerdem Posts mit der Ankündigung, wir bleiben wütend und die Superreichen töten uns alle. Und jetzt dann trotzdem das plötzliche Ende. Wir waren mal in Köln auf der Straße unterwegs und wollten da wissen, was ihr eigentlich dazu sagt. Ja, scheiße, ne? Ist krass. Ja, dann geht auch irgendwie ein bisschen die Hoffnung verloren. Aber ich bin eigentlich da ganz zuversichtlich, dass die Natur uns das zeigt, was da auf uns zukommt und dass sich das dann irgendwie vielleicht ein bisschen weniger mit Krawall oder so verbunden auf Vernunftsbasis dann neu zusammenstellt und dann auch durchaus Erfolg hat. Oh, vielleicht entwickelt sich was Neues, was uns etwas weiterbringt. Ja, die letzte Generation in Österreich sieht kaum Chancen, den Klimawandel noch zu stoppen. Der Peak sei schon längst passiert. Und sie sagen, die Regierung sei inkompetent, die Bevölkerung habe sich für fossile Verdrängung entschieden. Ja, mit anderen Worten, der Zug ist in den Augen der letzten Generation abgefahren. Ja, zumindest wenn man sich die Anzahl der Menschen anguckt, die auf die Straße gehen. Die teilnehmenden Zahl an Aktionen ist stetig geschrumpft. Zuletzt wären nur noch 50 Aktivisten bei Straßenblockaden dabei gewesen. Tja, und das reicht nicht, meinen die Aktivisten, um wirklich Druck auf die Regierung aufzubauen. Ja, ähnlich sieht es übrigens auch bei der Fridays for Future-Bewegung aus. Auch dort geht tatsächlich nur noch ein Bruchteil der Masse von früher auf die Straße. Auch wenn die Klimabewegung in Österreich jetzt gescheitert ist, sagen Forscher des Instituts für internationale Entwicklung der Universität Wien, die Protestbewegung hat auch durchaus was bewirkt. Also selbst wenn eine Bewegung ihre Ziele nicht hundertprozentig durchsetzen kann, ist sie nicht unerfolgreich. Tja, in Deutschland ist aber noch kein Ende des Protests geplant. Ganz im Gegenteil, sagt Marion Fabian, das ist eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Es werde unter anderem weitere Aktionen an Flughäfen gegen den klimaschädlichen Flugverkehr geben. Aber aktuell wird es richtig teuer für die Klimaprotestler. Der Frankfurter Flughafen will sie nämlich verklagen, weil Ende Juli haben die ja den Flughafen blockiert und etwa 1 Million Euro Verlust verursacht, sagt der Flughafen. Und das will der Flughafen von den Aktivisten gern zurückhaben. Unsere Kurznachrichten.
Gestern haben wir euch schon erzählt, wie wichtig der Vizepräsidentschaftskandidat in den USA ist. Und jetzt steht er auch bei den Demokraten fest. Tim Walz. In Philadelphia sagte der 60-Jährige, dass er nicht stolzer sein könne und dass er Kamala Harris helfen will, die nächste Präsidentin der USA zu werden. Im Moment ist er noch Gouverneur, also Regierungschef vom Bundesstaat Minnesota. Im kleinen Urlaubsort Kröff an der Mosel in Rheinland-Pfalz ist gestern Abend ein Hotel eingestürzt. 9 Menschen werden da immer noch vermisst. Also Stand jetzt um 5 Uhr am Mittwochmorgen. Die Feuerwehr und das THW konnten auch noch nicht in das Gebäude rein, weil das zu gefährlich ist. Deshalb wird mit Drohnen von oben nach Opfern gesucht. Vermutlich gab es vorher eine Explosion, die das Gebäude zum Einsturz gebracht hat. In Bangladesch wird der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus übergangsweise Regierungschef bis zu einer Neuwahl. Ex-Ministerpräsidentin Hasina war am Montag zurückgetreten und aus Bangladesch geflohen. Gegen sie hatte es massive Proteste, unter anderem von Studierenden, gegeben, mit mehr als 300 Toten. Also ich als Börsenbanause hab's ehrlich gesagt erst gestern mitbekommen, aber Finanzfachleute sind schon seit letzter Woche alarmiert. Es sieht nicht so richtig gut aus an den Börsen weltweit, haben wir gestern auch schon kurz erzählt, vor allem in den USA. Ja, ein Grund dafür ist, dass Ende Juli eher viele Firmen ihre Quartalszahlen vorlegen und die waren schlecht. Das große Technologieunternehmen Intel hat zum Beispiel angekündigt, viele Arbeitsplätze abzubauen und Amazon will zukünftig lieber mehr Geld in KI investieren, was die Gewinne erstmal reduzieren wird. Also das sind alles Dinge, die natürlich Anlegern Sorge vor der Zukunft bereiten und deshalb verkaufen sie lieber ihre Aktien von diesen Unternehmen. Ja, und dann sinken die Börsenwerte. Ja, und zum Beispiel Warren Buffett, das ist ja so ein Investor, der ist stinkreich und auch eine Börsenlegende, der hat auch die Hälfte seiner Apple-Aktien verkauft und das öffentlich gemacht. Ja, und wenn der das macht, dann ziehen viele Leute nach, weil die denken, der wird irgendwie schon seine Gründe haben. Und dazu kam dann auch noch die Nachricht, dass im Juli so viele Menschen in den USA ohne Job waren wie zuletzt vor 3 Jahren. Es gibt also jetzt nicht einen Auslöser für die schlechte Stimmung an der amerikanischen Börse, sondern viele unterschiedliche. Und ja, die haben wahrscheinlich alle zur Talfahrt geführt. Genau, wie das dann so oft ist, was in den USA passiert, das hat Auswirkungen auf die ganze Welt, in diesem Fall auf die Finanzwelt. Zum Beispiel in Japan, als die aktuellen Zahlen aus dem amerikanischen Arbeitsministerium kamen. Da waren dort die Börsen schon im Wochenende und deshalb auch schon geschlossen. Ja, und das Donnerwetter kam also da mit einigen Tagen Verzögerung, dafür umso heftiger. An der Börse in Tokio wurden am Montag zeitweise -12% beim Leitindex verbucht. Das ist ja der die größten Unternehmen zusammenfasst. Und ganz ähnlich sah es in London und Paris aus. Aber verglichen haben wir hier in Deutschland nochmal richtig Glück gehabt, weil der deutsche Aktienindex ist nur um 3% gesunken. Ja, da ist er auch nicht geblieben. Zum Glück für die Wirtschaft. Das ist ja oft so an den Börsen. Es geht steil bergab und dann aber auch wieder schnell bergauf. Gestern Abend hatten sich die Werte schon etwas erholt. Also diese Panik ist offenbar gestoppt, weil oft stürzen Börsenwerte so ab, weil es eine Kettenreaktion gibt. Jeder kriegt Panik, verkauft seine Aktien und das muss sich dann erstmal wieder kurz beruhigen. Die Frage ist ja, was das für normale Anleger bedeutet. Viele Leute haben ja kleinere Aktienpakete oder Einzelaktien. Mhm. Wir sind jetzt hier beide keine Experten, geben da auch lieber keine Finanztipps. Das kann aber Hermann Josef Tenhagen machen. Er ist Chefredakteur des Portals Finanztipp und er kennt sich wirklich gut aus. Und er sagt auch, man muss jetzt nicht schnell alle seine Aktien verkaufen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt am Beginn einer größeren Krise stehen, aber es ist so, dass es ein bisschen ruhiger und vielleicht auch ein bisschen seitwärts gehen wird, vielleicht auch mit einer leichten Tendenz abwärts. Also der Finanzexperte empfiehlt, erstmal Ruhe zu bewahren und den Sparplan weiterlaufen zu lassen, den man hat. Die meisten Kleinanleger in Deutschland haben ja sogenannte ETFs, da wird das Geld sehr breit gestreut investiert und die sind dann eh häufig langfristig angelegt, also so 10 bis 15 Jahre. Mhm. Und Kursschwankungen wie die wir jetzt aktuell haben, die haben dann auf lange Dauer eben keine richtigen Auswirkungen. Genau, das ist deswegen so, weil man Anteile an sehr, sehr vielen Firmen besitzt, teilweise an bis zu 1500 Unternehmen in einem Aktienpaket. Also wenn die eine Aktie sich schlecht entwickelt, gibt es noch 1499, die sich an diesem Tag eventuell ganz gut entwickeln. Ja, und es gibt ja auch diese alte Weisheit, irgendwann geht's immer hoch mit der Aktie. Das stimmt auch tatsächlich, meint Tenhagen. Wer sein Geld klug an der Börse anlegt, macht immer mehr Gewinn als derjenige, der es auf dem Konto liegen lässt. Also im Schnitt etwa 6%, sagt er, weil bei der Bank kriegst du halt heutzutage auch kaum noch Zinsen. Ja, wohl wahr. Und wie sich die Börsen entwickeln und ob die Panik wirklich vorbei ist, das könnt ihr natürlich auch immer ganz tagesaktuell auf tagesschau.de nachlesen. Unsere Kollegen halten euch da auf dem Laufenden. Ja, die einen sind schon in Rente und arbeiten trotzdem, die anderen versuchen ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen für die Rente später mal. Ja,
Das stimmt. Da bewahrheitet sich wieder, Geld regiert die Welt. Ja, 5 Euro ins Phrasenschwein, ja, mein Lieber. Mach ich. Mir ist übrigens durch diese Meldung mit der Börse wieder eingefallen, dass ich irgendwo im Web noch Krypto rumliegen habe. Ist Jahre her. Irgendwo keine Ahnung, was daraus geworden ist. Also wirklich zu Corona habe ich mich damit mal ganz kurz beschäftigt. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo das Passwort ist. Also in diesem Sinne, ich gehe das mal suchen. Mach's gut. Bis morgen. Ciao, ciao. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.